Wie du das Doppelte in der Hälfte der Zeit schaffst. Ja Leute, in diesem Video geht es um ein Thema, welches für jeden von euch interessant sein sollte, nämlich Zeitmanagement. Und ja, wie einige intelligente Leute es auch schon gesagt haben, Zeitmanagement ist eigentlich Selbstmanagement. Ich glaube, Stephen Covey war einer der Ersten, der es gesagt hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht die Zeit managen können, sondern nur uns selbst. Und wie oft ist es so, dass man sich eine Sache vornimmt, man will jetzt irgendwas machen, sei es in der Uni irgendeine Aufgabe oder sei es beim Aufbau eines Business oder beim Führen eines Business oder wobei auch immer, ja, oder irgendeine Sache, die man sich einfach vornimmt und man, anstatt die Sache zu machen, surft man stundenlang in Facebook, man checkt irgendwelche E-Mails, man lenkt sich ab, ja, man redet sich ein, man wäre produktiv gewesen, dabei hat man in Wahrheit gar nichts gemacht. Und in diesem Video möchte ich dir eine Technik mit an die Hand geben, die mir, ja, die in meinen Augen eine der simpelsten Zeitmanagement-Techniken ist, beziehungsweise eine, die auch wirklich funktioniert, weil sie einfach auch sehr, sehr simpel ist, ja, und simple Sachen sind in der heutigen Gesellschaft einfach gut. Ja, es geht um die sogenannte Pomodoro-Technik. Pomodoro ist italienisch und bedeutet auf Deutsch Tomate. Und ich weiß nicht, ob du diese kleinen Tomaten-Timer kennst, wo man eben sozusagen, also ein simpler Timer sozusagen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm von sich gibt oder ein Signal von sich gibt. Und auf jeden Fall ist die originale Technik so gemacht worden, weil Studien eben gezeigt haben, dass wenn man 25 bis 45 Minuten sich auf eine Sache konzentriert, dann führt das eben dazu, dass man in dieser Zeit wirklich völlig fokussiert ist und mehr Sachen schafft, als wenn man versucht, Multitasking zu machen oder stundenlang durchzuarbeiten. Ja, es geht also auch darum, Pausen zu machen. Und in der Pomodoro-Technik gibt es ein paar Regeln, nicht viele, aber dafür sehr, sehr effektive und simple Regeln. Diese möchte ich dir jetzt erklären. Die erste Regel lautet, ein Pomodoro ist 25 Minuten lang. Das heißt, 25 Minuten lang fokussierst du dich vollständig auf eine einzige Aufgabe. Ja? Nach diesen 25 Minuten machst du 5 Minuten Pause. Ja? Und diese Pause ist nicht optional, sondern sie ist Pflicht. Das bedeutet, du sagst, okay, in diesen 25 Minuten erledige ich Aufgabe XY und nach diesen 25 Minuten mache ich 5 Minuten Pause. Egal was ist, ja. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil wenn wir keine Pause machen, dann, ja, dann haben wir eben nicht das Gefühl, belohnt zu werden für unsere eben getane Arbeit. Zweitens können wir niemals unsere Gedanken mit den Gedanken abschweifen, nicht an die Arbeit oder an die Sache denken, die wir vielleicht oder die uns vielleicht unangenehm erscheint, weil der einzige Grund, warum wir prokrastinieren, also warum wir Sachen aufschieben, ist, weil die Sache in unserem Kopf unangenehm ist, ja. Und mit dieser Pause erlauben wir es uns eben auch in dieser Zeit, Dinge zu tun, die einfach entspannt sind. Ja? Da kannst du dann chatten mit deinen Freunden, da kannst du ein Buch lesen, da kannst du jemanden anrufen, was auch immer. Wie auch immer, nach 4 Pomodoros, ja, das heißt also nach genau 2 Stunden, weil wie gesagt, 25 Minuten plus 5 mal 4 ergibt 2 Stunden, nach diesen 4 Pomodoros machst du eine viertelstündige Pause, so ist es im Original vorgegeben. Ich kann dir aber sagen, du kannst auch eine halbestündige Pause machen, das spielt in meinen Augen überhaupt keine Rolle, beziehungsweise schafft man einfach in einer halben Stunde vielleicht eine andere Sache, die jetzt nicht die Arbeit ist, sondern irgendeine andere Sache, ja, zu der man vielleicht ein Telefonat führen, das geht meistens länger als eine Viertelstunde aus meiner Erfahrung heraus und so weiter und so fort. Ja, und das ziehst du eben so lange durch, bis du sozusagen alle Aufgaben erledigt hast. So, jetzt gibt es ein paar Fragen wahrscheinlich. Die erste Frage ist, was ist, wenn ich schneller als 25 Minuten fertig werde mit einer Aufgabe? Die allerwichtigste Regel ist, du hörst nicht auf. Ja, du gehst die Aufgabe nochmal durch, beispielsweise wenn du irgendeinen Artikel schreibst oder ein Video aufnimmst oder was auch immer, ja, irgendwas für die Uni machst. Diese Technik gilt nicht nur für Unternehmer, sondern wirklich für alle Arten von Menschen, die irgendwie besser ihre Zeit managen wollen und aufhören wollen zu prokrastinieren. Du gehst sie beispielsweise deine Uni-Sachen nochmal durch oder deine Texte oder dein was auch immer, das, was du delegierst in deine Mitarbeiter oder wie auch immer. Ja, egal, was deine Aufgabe aktuell ist, du musst die Aufgabe nochmal durchgehen. Du hörst nicht auf, bevor diese 25 Minuten vorbei sind. Ja, wichtig ist auch der Timer. Das heißt, stell dir wirklich einen Timer, der dir ein Signal gibt, weil dann hast du diesen mentalen Shift, der dir sagt, okay,
vorbei damit, vorbei mit dieser Aufgabe, jetzt kann ich switchen und mich einer neuen, kann ich mich meiner Pause widmen. Die zweite Frage, die du dir garantiert stellst, ist, was ist, wenn ich, also wenn du länger brauchst als 25 Minuten für eine Aufgabe. Wenn du länger als 25 Minuten für eine Aufgabe brauchst, dann unterteilst du diese Aufgabe in mehrere Pomodoros. Ja? Ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel hast, du willst ein beispielsweise, du bist Online-Unternehmer und erstellst Infoprodukte und willst einen Videokurs aufnehmen. Und dieser Videokurs, den kannst du nicht innerhalb von 25 Minuten aufnehmen, jedenfalls nicht, wenn er umfangreich sein soll, sondern vielleicht in 5 Stunden oder 10 Stunden. Dann unterteilst du das in so und so viele Pomodoros, ja, und machst meinetwegen jeden Tag nur so und so viele. Wichtig ist auch, während des Pomodoros keine E-Mails checken, kein Handy, kein Telefonieren, kein Ablenken, kein Facebook, kein gar nichts. Sobald du anfängst, ein Pomodoro zu unterbrechen oder sobald du dich dabei erwischt, dass du abgedriftet bist, fängst du mal von vorne an. Sofort nochmal 25 Minuten als Bestrafung sozusagen für dich selbst. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber so funktioniert es, weil das wirst du dir das nächste Mal zweimal überlegen, ja, ob du wieder deine Pause aufschieben willst. Und du fängst wieder von vorne an. Ja? Wie gesagt, die Pomodoro-Technik ist sehr, sehr simpel, in meinen Augen aber sehr, sehr effektiv, weil gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, unserer komplexen Gesellschaft, brauchen wir simple Dinge, die uns dabei helfen, in dieser komplexen Welt zurechtzufinden und klarzukommen. Ja? Okay, soweit so gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, gib diesem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video, schreib mir einen Kommentar, was du darüber denkst, was du sonst noch für Fragen hast und natürlich, wenn du mehrere solcher Videos sehen willst oder wenn du die nächsten Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen YouTube-Channel bzw. like meine Facebook-Page. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.